Wenn ich springe, spawnen Monster. Und ich rede von allen Monstern oder auch Entities. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst eine positive Bewertung da. Genauso könnt ihr mir eine Riesenfreude machen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es geht sehr schnell und es bedeutet mir sehr viel. Viel Spaß mit dem Video. Ich meine ganz ehrlich, das kann vielleicht einfach mal ein Zufall sein, dass da jetzt einfach auf einmal random ein Lama ist. Ich würde einfach mal sagen, lass uns einfach ganz normal Minecraft spielen. Ich glaube, ich sollte mich gar nicht davon groß irritieren lassen, das wird schon alles irgendwo seine Richtigkeit haben. Denn solche Monster oder solche Tiere, die können ja auch einfach normal spawnen. Kann ja schon mal vorkommen, oder? Also, ich meine, wird ja wohl nicht allzu seltsam sein. Moin, bist du nicht ein bisschen weit weg vom Wasser, damit du... Also, ich will jetzt nicht deinen Lebensraum kaputt drehen oder so, aber ich meine eigentlich zu wissen, dass du im Wasser... Oder? Also, naja, also ich meine, ganz ehrlich, man lernt immer wieder was dazu. Vielleicht ist es ja auch schon mittlerweile neu, dass es ein paar Wüstenschildkröten gibt oder so. Lassen wir uns auf jeden Fall davon nicht groß irritieren. Wir müssen nur aufpassen vor den Skeletten dort hinten, weil es kann häufiger hier mal vorkommen, dass eventuell das ein oder andere Monster hier spawnt. Seit welchem Update gibt es Strider in Höhlen? Also in der Overworld generell. Das scheint auch irgendwie neu zu sein, oder? Kann es sein? Kann ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht so dran erinnern. Bis jetzt scheint mir die Welt hier ein bisschen komisch vorzukommen. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen einfach mal... Ich verstehe langsam. Ich meine, man könnte eventuell mal dazu erwähnen, es könnte vielleicht sein, dass bei jedem Mal springen ein Monster oder ein Entity spawnt. Das heißt, es kann rein theoretisch mal ein Zombie-Pferd, ein, ja. Also, ich würde sagen, es geht jetzt erstmal richtig los. Man könnte natürlich jetzt sagen, okay, wir spielen jetzt einfach Minecraft durch, ohne ein einziges Mal zu springen. Ja, ich glaube, am Anfang vom Video wollte ich noch nicht unbedingt schlafen gehen. Wir wollen natürlich auch ein bisschen Unterhaltung haben und ein bisschen Action. Und die Action kann teilweise kommen, weil das ein oder andere Mal schon ein Monster spawnen kann oder ein Entity, das... ein bisschen Schwung in den Laden reinbringt. Und wenn ich das richtig sehe, man kann sich ja das Leben teilweise auch ein bisschen leichter machen. Das heißt, wir können es zum Beispiel einfach mal so machen. Ich meine, wer farmt heutzutage noch normal sein Holz? Wenn uns das Leben TNT gibt, dann mach Explosionsbäume draus. Kann auch sein, dass das Sprichwort eigentlich normalerweise ein bisschen anders ging, aber ich glaube, man könnte schon mehr oder weniger ganz interessante neue Spielweisen erleben. Wir müssen gar nicht mehr in den Nether gehen. Normalerweise gehen wir immer in den Nether, um eben Blaze Rods ranzuholen. Wir können uns ja auch einfach so Blaze spawnen. Ich meine, ich habe Blazes anders in Erinnerung, aber wenn ich das Ding hier abbaue, habe ich tatsächlich direkt einen Ofen. Und anscheinend auch, hehe, direkt mal ein bisschen Fleisch gleich. Also gebratenes Fleisch. Vielleicht merkt ihr in meiner Spielweise, dass ich gerade dem Springen ein wenig aus dem Weg gehe. Aber, soll nicht heißen, dass ich Angst davor habe. Aber ich möchte nur erwähnen, dass man schon auf jeden Fall gut überlegen sollte, wann man genau springt. Mich würde ja auch ehrlich gesagt interessieren, was machen wir, wenn ich es hinbekomme, den Enderdrachen jetzt zu spawnen und ich ihn dann töte? Ich meine, ist es dann so, als hätte ich das Spiel durchgespielt? Also an sich ja nicht, oder? Ich meine, wann hat man das Spiel durchgespielt? Hat man das Spiel durchgespielt, wenn man den Drachen tötet oder... Nein, man muss schon halt den klassischen Weg wählen. Also ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, die Situation hatten wir an sich noch nie in einer Challenge. Dass wir halt irgendwie, weiß ich nicht, also rein theoretisch, ich glaube, kann es schon sein, dass wir den auf jeden Fall töten können. Ah, okay, ihr sagt über den Endscreen. Hi. Okay, wenn wir jetzt über den Endscreen spielen müssen, dann werden wir auf jeden Fall früher oder später die Kollegen auch noch sehen. Aber jetzt ist noch nicht die Zeit dafür. Was wäre das Worst-Case-Szenario? Gibt es ein Monster, das, wenn es in mir spawnt, mich instant töten könnte? Eigentlich Creeper, könnte man denken. Ein Charged Creeper, der würde ja auch instant zünden. Da habe ich ja auch gar keine Chance. Oder halt ein Wither. Aber es wird ja jetzt wohl nicht direkt ein Wither kommen, oder? Wenn ich jetzt mal das nächste... Oh, nein, es kann mich natürlich nichts instant töten. Wie gesagt, es sind ja nicht nur Monster, sondern auch Entities. Warte mal, welches Entity könnte mir voll was bringen? Ein Boot. Mal sehen, ob wir Instant Karma bekommen. Ich werde das Schaf one-hitten mit einem Crit. Es tut mir leid. Okay, also ja, ist gut. Normalerweise würde ich ja sagen, ab jetzt einfach hochspringen. Aber wir können es ja mal ganz clever machen. Wir müssen ja nicht springen, um nach oben zu kommen. Okay, es wurde trotzdem als Sprung erkannt. Alles klar, ich habe gedacht, ich trickse das ganze System aus. Hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Aber vielleicht kriegen wir eine Early Enderperle, maybe. Und mal direkt ein bisschen Eisen. Ich merke auf jeden Fall, es ist eine ziemlich große Umstellung, wenn es jetzt gerade mal darum geht, Minecraft zu spielen. Ach ja, ich bin mal gespannt, was wir so für Monster noch so begegnen werden. Und rein theoretisch könnten wir halt jetzt in so einer Situation ja auch immer Slaps machen. Aber wäre ja auch langweilig.
Hopp, hallo? Hopp. Okay, seltene Sachen in Minecraft. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, aus 3 Sprüngen bei allen Monstern, die es gibt, 2-mal Endermite zu bekommen? Selten. Lass uns mal ganz kurz braten. Und in der Zwischenzeit können wir uns ja mal vielleicht, weiß ich nicht, was könnte ich gerade gebrauchen? Ich brauche noch ein bisschen mehr Essen. Gib mal bitte was zum Essen. Lecker. Enderman, mein Lieblingsessen. So, die erste Enderperle hatten wir auch noch nicht so schnell. Na gut, 7 Minuten ist jetzt ehrlich nicht so eine kranke Zeit. Ich bin gespannt, was kriegen wir jetzt? Warte mal, ich muss jetzt, um hier weiterzukommen, springen. Ich weiß, dass er auf jeden Fall auch Blätter und so kaputt machen kann. Aber kann ein Ravager Dirt kaputt machen? Hallo, ich bin so ein kleines Mäuschen gerade. Warte mal, du kannst ja nichts gegen mich machen, oder? Junge, imagine, du bist ein Ravager und denkst, dass du übertrieben krass bist. Aber verlierst gegen mich und mein Erdhaus. Ja, moin. Warte mal, was? Ich bin nicht gesprungen, er hat mich nur gestoßen. Essen. Ja, wir brauchen Essen. Aber was soll ich denn machen? Da draußen wartet ein Ravager auf mich. Oder wo ist er eigentlich? Ich habe ihn übrigens gefunden. Warte mal, wie kann man denn bitte einen Ravager übersehen? Ist gerade einfach ein Firecharge gespawnt? Ein Eisbär. Ich will einfach hier weg. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Ach, Mann. 3 Herzen, kein Essen. Ich will schlafen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ach, Mann. Zu der Frage, ob ein Wither spawnen kann. Ja, kann. Ey, Leute, lass uns einfach hier schnell weggehen und nie wieder hier zurück hinkommen, okay? Nein, das ist jetzt nicht euer Ernst. Lass mich ein Pufferfisch auf einem halben Herzen. Okay, da haben wir ein Dorf. Ey, von allen Monstern, die hätten kommen können. Noch mal ein Ravager. Oh, das war aber... Also, wie konnte ich denn da sterben? Ich glaube, wir haben eine ganz gute Challenge gefunden. Und das ist auch eine besondere Challenge. Wenn ich einen Ravager, eine Schildkröte und ein Hopper-Minecart verfolgt, dann weißt du, es ist was Besonderes, was man heute hier sehen kann. So, man sagt ja nicht ohne Grund, alle guten Dinge sind 3. Ich habe jetzt langsam, würde ich sagen, ein Gefühl für die Challenge. Und die Challenge ist auch unter anderem, ja, vielleicht nicht so oft springen, sondern eher gucken, dass man nur in den nötigsten Fällen springt. Weil, wenn eben 2 Ravager oder ein Wither spawnt, dann, ja, hast du ein Problem. Ziemlich große Probleme. Es ist halt ehrlich krass, weil du vor allem gerade beim Weglaufen so oft springst und du achtest gar nicht darauf, weil du es als Selbstverständlichkeit siehst. Deswegen nur in den nötigsten Fällen springen. Und ich habe auch gesagt, ich werde nicht zwangsweise jetzt immer auf Half-Slap spielen, weil es ein bisschen langweilig wäre. Weil ihr wollt die Action und die bekommt ihr. Die bekommt ihr. Hallo. Okay, ey, das gefällt mir. Zombie-Pigman, Wolf, das sind entspannte Kollegen, mit denen kann ich auf jeden Fall arbeiten. Da hinten sehe ich ein paar Schafe. Es wäre schon vorhin praktisch gewesen, ein Bett zu haben. Deswegen holen wir uns so schnell wie möglich auf jeden Fall mal ein Bett. Und, ey, ohne Mist, die 3 ersten, also bis jetzt, weiß ich nicht, wenn das gefährlichste gefühlt ein Hühnchen ist, was bis jetzt gespawnt ist, kann gerne so bleiben. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn ich ihn kille, würde ich einen Totem auf Undying bekommen. Andere Frage ist, ich müsste ihn dazu erstmal killen. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Niemals. Wächse sind halt ultra unangenehm. Ich meine, aktuell haben wir noch nichts zu verlieren. Wenn ich jetzt einfach da reinrushe und ihn töte. Wow, okay, wenn das erste Monster in der Challenge schon ein Wächs war, was du töten musstest, das heißt schon was. Aber wo ist der Evoker hin? Ist er despawned? Oh Mann, wie schade. Ich bin ein bisschen irritiert davon, wie ich jetzt halt am besten spiele. Aber ich glaube, die Taktik könnte generell sein, einfach... Okay, Mom. Schaf, das war nicht für dich bestimmt. Ich will es nicht direkt benutzen müssen. Eigentlich sterben die, weil der Evoker gestorben ist. Ich muss einfach nur vor denen weglaufen. Solange ich halt vor denen weglaufe, ist alles okay. Leute, wir haben nach 5 Minuten ein Totem of Undying in einer Challenge, in der ich schon sagen würde, in der kann man relativ schnell sterben. Also ich meine, das ist schon mal ein Big Win. Bis jetzt hat mir die Challenge nur Gutes gebracht. Richtig, Rückwärtsgang. Irgendwas scheint bei denen kaputt zu sein. Ja, ein Papagei. Oh mein, das ist der Enderdrachen-AOE und das andere, den sieht man teilweise auf meinem Channel nicht so häufig. Leider. Aber so ein Enderman oder eine Blaze? Ach man, aber keine Hexe, Mann. Alles aber keine... So, ein bisschen hier essen, ein bisschen da essen. Warte mal, ist das ein... Sowas gibt es? Warte mal, es gibt einen Spawner-Minecart, wenn das auf Gras steht. Warte mal. Na, ich dachte, ich krieg den Spawner, weil ich hätte dann unendlich Essen gehabt. Was passiert hier? Der ich will hier weg.
Danke, Totem. Junge, da ist der Enderdrache. Das ist mir noch ein bisschen zu früh. 11 Minuten. Speedrun. Ich will doch einfach nur nochmal Minecraft spielen. Habt ihr gerade gesehen? Ich bin einfach nur ein paar Mal gesprungen. 5 Sprünge hintereinander. Auf einmal Ender Crystal, Enderdrache, Villager. Alles ist auf einmal da. Ich will doch nur meine Ruhe haben. Ich würde sagen, Leute, wir müssen uns auf jeden Fall darum kümmern, Essen ranzuholen, Equipment und dann versuchen wir, so wie es halt geht, die Challenge normal zu spielen. Oh mein, also das ist so ein Zocklin. Ey, gib mir jedes Monster, aber kein Zocklin. Okay, wir machen ein kleines Rätselspiel. Ihr habt jetzt hier 4 Antwortmöglichkeiten, was als nächstes bei meinem nächsten Sprung spawnen wird. Eins davon wird nur richtig sein, logischerweise. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr vermutet, was wird als nächstes jetzt spawnen. Okay, ich bleibe richtig langweilig. Es spawnt ein normaler Zombie. Naja, fast, I guess. So, wir haben ja auch einen Lavasee. Wir könnten damit auch in den Nether gehen. Können wir uns ja schon mal auf jeden Fall markieren. Oh, warte mal. Ja, okay, ich habe leider keine Emeralds. Ansonsten könnte ich dich ja zum Fletcher machen, Emeralds holen und dann irgendwann mal mit einem Butcher traden. Aber da bräuchte ich jetzt erstmal Flint. I mean, ich kann dich ja erstmal hier behalten. Also, will mir hier irgendjemand was sagen? Irgendjemand will mich irgendwie provozieren, habe ich das Gefühl. Ist irgendwie in dem Challenge-Plugin so extra eingestellt, dass Skelettpferde irgendwie ein bisschen häufiger spawnen als alles andere? Ich verstehe das schon. Haha. Wie schnell konnte innerhalb von ein paar Sekunden diese Challenge so eskalieren? Okay, du willst Stress? Komm mal. Ich renne nicht nur weg von meinen Gegnern. Oh, Long Range. Ich muss mich nicht verstecken. Aber der war ehrlich clean, der Shot. Oh, Freunde. Also, wir haben ja gelernt, ich darf den jetzt ja nicht abbauen. Aber ich kann es ja einfach umfunktionieren zu meiner eigenen Schweinefarm. Das heißt, wir bleiben jetzt einfach hier stehen, müssen nicht ein einziges Mal springen und haben easy Schweinefleisch für den Rest der Challenge eventuell. Wichtig ist halt dafür nur, dass dort Gras ist. Aber das Gras wird sich ja jetzt mit der Zeit immer weiter ausbreiten. So, wir müssen natürlich die Schweine auch killen. Ich würde sagen, lass uns mal so 30, 40 Fleisch schon. So, wir haben gleich, würde ich sagen, genug Essen. Ja, wir haben einen halben Stack schon. Krass. Ich glaube, das sollte passen. Dann würde ich sagen, Freunde, wir müssten uns auf jeden Fall Rüstung ranholen. Alles andere wäre halt sehr, sehr unvernünftig. Wir müssen, ja, mindestens full Iron sein. Full Iron Equipment. Ja, also wenn es halt geht, auch gerne ein paar Dias. Willkommen zu meiner Minecraft-Challenge. Das ist hier alles ganz normal. Ich würde einfach mal sagen, ich lasse den mal hier stehen und wir kümmern uns um was. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach unten und wir wollen uns ein bisschen Rüstung ranholen, damit wir nicht unbedingt an jedem zweiten Monster sterben, das vielleicht spawnt. Junge, hab ich mich erschrocken. Easy. Ich hasse diese Monster so sehr. Von allen Monstern, die hätten spawnen können. Kurz bevor ich Rüstung habe. So, man sagt ja nicht ohne Grund, alle guten Dinge sind 4. Ja. Wie machen wir das am besten? Die Challenge, die ist tatsächlich, die bereitet einem echt ein paar Probleme. Wir müssen halt ein bisschen Glück haben. Wir müssen uns natürlich auch teilweise ein bisschen gut anstellen. Und ich habe jetzt auf jeden Fall gelernt, wie wir das teilweise machen. Wir müssen auf jeden Fall so schnell wie möglich an eine Menge Essen rankommen. Und so schnell wie möglich uns um Rüstung kümmern. Um Equipment. Wir müssen Eisen, Diamanten, alles, was man so braucht, ziemlich schnell ranholen. Das ist, glaube ich, super, super wichtig. Ja, mit ein bisschen Konzentration und ein paar Item-Frames sollte das wohl klar gehen. So, wir machen uns direkt mal ein paar Boote auf Tasche. Ich glaube, die werden wir das ein oder andere Mal brauchen. So, moin Schweine! Warte mal, der hat einen Enchanted Crossbow. Ich will den haben. Doppelpiercing. Oder eben gar kein Crossbow. Es ist eine bunte Mischung an Monstern, die da gespawnt sind. Also, ich glaube, hier wird es auf jeden Fall ein bisschen Essen geben für uns. Schweine, sehr gut. Bitte jetzt nicht spawnen. Das ist der letzte Sprung, bevor ich an Essen rankomme. Das ist okay. Moin, moin. Was geht ab, Jungs? Hopp. Moin, Chicken. Und 16 Fleisch. Okay, damit lässt sich auf jeden Fall definitiv schon arbeiten. Ich glaube, wenn wir jetzt einfach clever sind, gehen wir runter in eine Höhle und farmen uns jetzt wirklich einfach ein bisschen Eisen. So wie gerade eben auch. Hätten wir halt ein bisschen früher genügend Eisen gehabt, dann hätten wir wahrscheinlich diesen Anschlag auch überlebt. 12 Sekunden später.
Alles klar, ja, ganz entspannt, Minecraft, dankeschön. Ich will nur entspannt meine Kühe farmen. Ich will jetzt kein weiteres unnötiges Risiko eingehen. Wir nehmen uns mal das Zuckerrohr dort mit. Perfekt, ist dort auch mal nebenan ein Lavasee. Oh, ich sehe ein Dorf, das gefällt mir. Nehmen wir uns das nochmal mit. Können wir uns auf jeden Fall, wenn wir einen finden sollten, also wenn wir Dias finden sollten, können wir uns auf jeden Fall einen Enchanter machen. Aber wenn ich jetzt einfach mal hinter mir zumache, haben wir erstmal Ruhe. Und ich will erstmal so schnell jetzt erstmal keine Monster sehen. Deswegen lasst uns die Zeit genießen. Ein bisschen Ruhe. Die gönnen wir uns mal. So, was haben wir denn hier im Angebot? Oh, das sieht aber wunderbar aus. Bitte nichts Krasses. Kannst du bitte nicht schwimmen? Ich hab Angst. Wir lassen den einfach mal da. So, Eisenspitzhacke. Moin. Ein Buch. Sollten wir vielleicht wirklich Dias finden? Ich mach mir gerne einen Enchanter. Der ist schon doof, wenn man nicht schwimmen kann, ne? Okay, und jetzt geht's darum. Strip Mine. Juhu. Ich habe das Gefühl, wir werden relativ viel finden. Wir finden super viel Eisen, super viele Diamanten und sind bestens gerüstet für diese Challenge dann. Okay, ein Lavasee. Hier könnten wir auf jeden Fall später, denke ich mal, ganz angenehm in den Nether kommen. So, nochmal ein Lavasee. Bringt das aber immer noch nicht so viel, wenn wir jetzt immer noch kein Wasser haben. Alright, Eisenproduktion läuft. Endlich mal ein bisschen Rüstung. Wir machen uns auch direkt mal Goldschuhe, denn wir werden früher oder später eh in den Nether gehen müssen. Also ja, nicht müssen, aber ja. Es wird schon darauf hinauslaufen. Ein Schild ist auch meistens ganz praktisch. Trotzdem hätte ich ganz gerne ein paar Dias. Das ist nicht dein Ernst. Leute, ich meine, kann ich ihn überhaupt jetzt hier töten? Ey, aber er hat mir Dias ge... es war noch nie so einfach, Dias zu finden. Danke dir, Enderdrache. Cool. Wie gut. Solange er nicht zurückkommt, sehr nice. Ich habe ja gerade noch darüber geredet. Ich würde ganz gerne ein paar Dias finden. Junge, ich und der Enderdrache sind ja auf einmal beste Freunde. Wie gut. Einfach... Junge, das ist einfach eine Turtle für mich. Einfach die Ender Dragon Turtle. Ich würde nicht sagen, dass das OP ist. Aber das ist ja insane OP. Wie gut ist das denn? Ja, Gold nehmen wir uns auch nochmal mit. Sind das auch 8? Junge, wie gut. Wie gut. Junge, der Kollege hat uns einfach mal easy 14 Diamanten gefunden. Und ich glaube, wir werden noch mehr finden. Der ist ja da komplett eskaliert, Junge. Wie geil. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die Monster momentan ganz gut für mich arbeiten lasse. Alter, was ein episches Battle hier gerade. Und der Gewinner ist... Keiner. Ich. Junge, ja, also easy full Dia, würde ich sagen. Also, vielleicht. Ja, das ist ein neues Highlight in der Challenge, würde ich mal sagen. Junge, noch mehr Diamanten. Let's go. Enderdrache, wirklich? Das ist richtig gut. Ja, why not? Ich sag nicht nein. So, noch ein bisschen Gold. Ja, die Piglins werden sich auch freuen. So, ja, wir müssen jetzt halt ein bisschen aufpassen. Hier werden dann immer mehr Monster spawnen. Oh, ich sehe noch ein paar Diamanten. Die tun auch nochmal gut. Vielleicht wären da ja normalerweise auch noch mehr gewesen. Nur er hat sie zerstört. Nee, das ist nicht dein Ernst. Habt ihr gesehen, wie schnell mein Schild kaputt gegangen ist? Von allen Monstern, die hätten dort spawnen können, weil ich 2 Diamanten aufheben musste, war das mit das Schlechteste. Naja, sollte euch das Ganze gefallen haben, dann lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ich das normal probieren soll. Es ist ja nicht das erste Mal, dass eine Challenge zu Ende geht, weil ich am Drachen gestorben bin, aber auf diese Art und Weise, tatsächlich noch nicht. Wenn uns das Leben TNT gibt, dann mach Explosionsbäume draus.